Hallo ihr Lieben, es ist inzwischen Donnerstag. Ich wurde gestern, glaube ich, in meiner Ausführung etwas unterbrochen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich gestern zuletzt aufgenommen habe. Auf jeden Fall ist es heute Donnerstag. Ich hoffe, der Wind ist nicht ganz so schlimm. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Zahnarzt, oder besser gesagt zum Kieferchirurgen, einmal zum Röntgen, weil die vermuten, dass ich hier irgendwas habe. Und dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Und ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Kieferchirurgen, laufe da gerade hin. Und ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich habe gestern mein 100. Buch für die Goodreads Lese-Challenge beendet. Und zwar war das Wiedererwarten nicht der letzte Stern, wie ich es eigentlich geplant hatte, sondern Bad Girls 1 von Rose Bloom. Das Buch hatte ich angefangen zu lesen und es waren nur 124 Seiten, was diese Geschichte hatte. Und dann habe ich es gestern dann halt auch gleich beendet und habe halt einfach gedacht so, ach so, what, scheiß drauf. Hier sind überall Leute, die mich anstarren und beobachten und denken, die Alte hat eine Macke, weil sie mit der Kamera redet. Aber egal. Ja, auf jeden Fall habe ich das von Rose Bloom beendet, das Buch. War ganz niedlich, war ganz nett, hat mich jetzt aber leider nicht vom Hocker gerissen. Und ich habe mir jetzt zum Zahnarzt Harry Potter 5 mitgenommen, weil ich werde dort warten müssen, weil ich keinen Termin habe zum Röntgen. Die vergeben dort keine Termine. Und ja. So ihr Lieben, für mich ist jetzt eine Stunde vergangen. Ich habe jetzt gewartet beim Zahnarzt mit Röntgen und allem drum und dran und Gott sei Dank, ich muss nicht operiert werden, es ist alles in Ordnung. Es ist bloß Narbengewebe. Was ich auf dem Röntgenbild gesehen hat, meine Zahnärztin. Oh Gott, bin ich beruhigt. Ihr glaubt gar nicht, was mir gerade für ein Riesenstein vom Herzen fällt. Oh. Jeder, der von euch schon mal eine Zahn-OP hatte, also eine richtige Zahn-OP, nicht so Pille-Palle-Kram wie Weisheitszähne rausmachen, sondern eine richtige Zahn-OP mit Knochen aufsägen und allem Scheiß, der wird wissen, warum ich so erleichtert bin. Ich habe das Ganze nämlich schon dreimal hinter mir. Und ich hatte keine Lust auf ein viertes Mal. Gott, ey, bin ich happy. Oh. Ja, so, jetzt laufe ich erstmal wieder nach Hause. Es ging schneller als erwartet, deswegen habe ich nicht ganz so viel von Harry Potter geschafft, wie ich wollte, aber naja gut, lese ich heute Abend weiter. Ich melde mich auch noch mal kurz zu Wort. Wir haben immer noch Donnerstag, den 6. Oktober. Ich habe jetzt noch 99 Seiten Harry Potter gelesen. Gott, ich bin jetzt auch so langsam wirklich müde. Habe dann noch bis jetzt, ich glaube, 30 Seiten von Bad Girls 2 gelesen. Moment. Wie habe ich gelesen? Genau, 30 Seiten. Ich bin jetzt bei Kapitel 8 vom zweiten Bad Girls Buch. Es ist ja immer noch die Geschichte von Gwen und Mike. Die geht ja in dem Buch weiter. Deswegen wollte ich das jetzt auch gleich weiterlesen, damit ich die Geschichte von Gwen und Mike dann auch beende. Ich glaube, ich hatte heute früh schon was dazu gesagt zum ersten Teil. Und ja. Bin gespannt, wie es weitergeht und ich finde immer noch, ja, diese Zufälle in dieser Geschichte, was für ein Zufall. Und ich bin gespannt, ob das am Ende alles aufgelöst wird, was ich mich hier jetzt gerade frage und ich hoffe es. Ja, ansonsten werde ich das jetzt noch ein bisschen weiterlesen und dann gehe ich ins Bett. Ich werde jetzt noch 2-3 Seiten lesen und dann gehe ich ins Bett. Ich morgen wieder. Gottes Willen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Samstag. Wir haben den 8. Oktober. Ich bin gerade aufgestanden. Ich habe gerade mein Handy angemacht. Wenn man das Handy anmacht und es so aussieht und man sich durch das Handy wühlen möchte, muss wer was von einem will. Ich habe gestern gar nicht gevloggt, weil ich einfach gestern irgendwie es vergessen habe und keine Lust hatte. Und ich hatte Besuch gestern von einer Freundin und die war bis irgendwann 9:30 da. Und deswegen habe ich dann gestern auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Ich habe auch gestern nur ein Kapitel Harry Potter gelesen. Dann sind wir jetzt auf Seite 120. Das war aber für gestern so geplant, weil die Annika auch nicht da war und keine Zeit hatte. Deswegen haben wir nur ein Kapitel gestern gelesen. Und mit Bad Girls 2 wollte ich gestern eigentlich auch fertig werden, aber ich war so müde gestern Abend. Ich bin dann mit meinem Freund, ich glaube, wir sind 9:45 ins Bett, weil der hat Frühdienst, der musste heute 4:30 aufstehen. Ich bin ins Bett, ich hatte kaum Kopf auf dem Kissen, war ich eingepinnt. Ich war so müde, ich war so fertig irgendwie gestern von dem Tag, keine Ahnung. Ja, und jetzt ist es früh, 8:56 Uhr, also ich habe auch echt mal ausgeschlafen. Mir geht es jetzt auch wieder besser, ich war nur heute früh 4:30 mit dem Hund draußen, weil als mein Freund aufgestanden ist, hat der Hund gedacht, oh, ich muss auch mal. Also bin ich mit dem Hund kurz draußen gewesen. Mal, ich guck mal,
dass ich euch heute noch mal ein bisschen mitnehme. Ich habe zwar heute nicht viel vor, aber that's the life of me. Bei mir passiert halt nicht allzu viel Spannendes am Wochenende. Wollt ihr mal sehen, was mein Hund gerade frisst? Er kriegt ja so Low-Fat-Spezialfutter von Royal Canin, weil das ja mit der Bauchspeicheldrüse hat. Und dieses Futter sieht einfach so ekelhaft aus. Da ist echt, da ist kein, hier, schaut mal, da ist kein Fett drin. Das ist wirklich nur ganz, ganz mageres, gepresstes Fleisch mit irgendwelchen Vitaminen. Und wir strecken das immer noch mit ein bisschen Hühnchenfleisch, dass er wenigstens irgendwas an Geschmack hat. Aber das dürfen wir, haben Tierarzt extra gefragt. Und es wird schon wieder gewartet aufs Frühstück. Bäh. Ja, fein, was du sitzt. Warte, warte, Baby. Wie macht der liebe Milo? Oh, fein! Ja, ja, ich stell dir dein Essen hin. Ich dann jedes Mal breche, wenn ich diese Serie gucke. Das Einzige, was man sich wirklich antun kann, ist Melek. Also Magnus und Elek. Jeder schimpft über diese Serie, aber jeder guckt sie an. Finde ich auch so ein Phänomen. Wohnung ist wieder im Grundzustand und jetzt gehe ich mit dem Kleinen mal eine kleine Runde, dass er einfach nur noch mal rauskommt und mal sein Geschäft machen kann. Und danach werde ich erstmal was essen und gehe dann nachher mit dem Kleinen raus und spielen und eine große Runde. Das Wetter ist halt auch nicht so berauschend im Moment, dass man da draußen ewig rumrennen möchte. Ich habe Bad Girls 2 jetzt beendet und ja, das Ende war jetzt nochmal ein bisschen dramatisch und hat alles nochmal ein bisschen gedreht von der Wendung her in der Geschichte. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen denke ich, dass die Autorin sehr viel Potenzial hat. Ich glaube, die Bad Girls Bücher waren jetzt auch ihre ersten Bücher. Und wer Lust auf erotische Bücher hat von euch, der gerne Bücher mit erotischem Anteil liest, einem hohen, sollte sich das Buch auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, Bad Girls 1 und 2, das ist die Geschichte von Gwen und Mike. So, ich war jetzt gerade mit dem Hund draußen und habe die Post abgepasst. Ich habe ein Paket von Niki bekommen. Das hat was mit Halloween zu tun, das weiß ich. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geschrieben, ob ich es jetzt einfach schon auspacken darf, weil ich weiß, ich sollte ein Video dazu machen. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie und was und wo genau, wie sich das alles verhielt, was ich da machen soll. Deswegen habe ich es jetzt gerade erstmal angeschrieben und muss halt warten, bis ich es auspacken kann. Also es hat auf jeden Fall was mit Halloween zu tun, das kann ich euch schon mal verraten. Aber was genau, das verrate ich euch natürlich nicht. Ich werde mich jetzt an den PC setzen und anfangen, schon den Vlog zu schneiden, dass ich da dann nicht mehr so viel machen muss, weil das sind ja jetzt 9 Tage, dieser Vlog. Das ist eine Menge. Aber ich habe gedacht, ich fange halt am 1.10. an und nicht erst am 3. oder so. Deswegen ist das jetzt einmal so viel. Gelesen habe ich heute noch nichts. Ich habe Downton Abbey geguckt und es war so schön. Ich habe jetzt die 4. Staffel beendet. Ich habe jetzt noch Staffel 5. Die ist bei Prime auch kostenfrei. Ich liebe ja Amazon Prime, ich kann es nur mal wieder sagen. Die ist bei Prime auch kostenfrei, die 5. Staffel noch. Und die 6. Staffel ist noch kostenpflichtig. Aber das ist nicht so schlimm, bis ich mit der 5. durch bin. Entweder kaufe ich die mir dann oder ja. Aber jetzt fange ich erstmal an, den Vlog zu schneiden. Morgen, ihr Lieben. Heute ist Sonntag, der letzte Tag von der ersten Vlog-Woche. Und ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt. Ich hatte irgendwie keine Lust oder ich habe auch nicht mehr so wirklich dran gedacht, noch irgendwie zu filmen. Und naja, es ist auch nichts Spannendes mehr passiert bei mir gestern. Ich habe jetzt gerade schon gedreht und bei mir ist gerade hier ein bisschen Chaos. Ich zeige es euch mal. So sieht das halt aus. Ich bin geflüchtet. Milo schläft auch wie immer hier neben mir. Ich habe hier noch ein paar Bücher liegen und da noch ein paar Bücher liegen und dort noch und dort liegt auch noch was rum und da liegt rum und alles liegt überall rum. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt gedreht
Und ich habe heute auch noch nicht gevloggt. Wir haben jetzt inzwischen schon, lasst mich mal kurz auf die Uhr gucken, 12:30 Mittag. Ich werde jetzt die Videos, die ich gerade gedreht habe, rüber auf den PC schieben und das eine werde ich gleich bearbeiten und hochladen, weil das ist ein Halloween-Überraschungsvideo quasi für euch. Das geht am 31.10. dann auch erst online passend zu Halloween und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Das ist mal ein bisschen ein anderes Video und das möchte ich aber gleich fertig machen und der Initiatorin dieses Videos das gleich schicken, dass sie es sich im Vorfeld schon angucken kann und ja, ansonsten passiert bei mir, glaube ich, auch nicht mehr viel. Ich habe gestern noch Harry Potter gelesen, meine 60 Seiten, die ich mit Annika ausgedealt hatte. Wir lesen ja jetzt gerade den 5. Teil und ich muss sagen, der 5. Teil ist auch schon wieder sehr, er zieht sich. Also es passiert schon wieder sehr wenig von der Geschichte her. Es ist sehr ausführlich wieder geschrieben, es ist alles bis ins kleinste Detail erklärt. Es ist ein bisschen nervig, aber ja, so gestern das letzte Kapitel, was wir dann gelesen haben, da ist dann endlich mal ein bisschen was passiert, aber nicht wirklich viel. Und ich habe dann gestern Abend noch, aua, wartet, ich versuche hier mal hochzukommen. Ich habe gestern Abend dann noch das Buch hier gelesen, Moment, Game Maker von Cressley Cole, weil viele haben jetzt zu mir gesagt, lies endlich mal ein Buch von Cressley Cole. Also habe ich das angefangen und ich habe bis die Nacht 2:30 gelesen. Obwohl ich sagen muss, die Story ist total überzogen. Die Charaktere sind auch ein bisschen dämlich und es sind wirklich sehr, sehr viele Sexszenen in diesem Buch. Und es geht auch um so BDSM mit, was ja eigentlich auch nicht so meins ist. Also so schon Richtung... Es ist schlimmer eigentlich als Shades of Grey. Aber irgendwas hat dieses Buch an sich, dass ich es lesen musste und weiterlesen musste. Und ja, es ist auf jeden Fall eine, wie gesagt, eigentlich eine total überzogene und übertriebene Geschichte. Aber irgendwie hat es mich dann doch gepackt. Und der Schreibstil von Cressley Cole ist einfach echt mega gut. Und ja, so viel noch dazu. Da seid ihr jetzt auch mal wieder auf Stand, was ich gelesen habe. Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch noch mal zu Wort. Es ist inzwischen stockfinster draußen und wir haben 20.15 Uhr, genau. Und ja, ich dachte, ich melde mich nochmal zu Wort, bevor ich das heute Abend wieder vergesse. Ich habe meinen Harry Potter Teil für heute gelesen, die 60 Seiten, die wir vereinbart hatten. Und ich muss sagen, bis jetzt ist noch nicht wirklich viel passiert in der Geschichte. Ich habe mich jetzt hier in meine Ecke gekuschelt und werde jetzt Game Maker von Cressley Cole weiterlesen. Und ich habe gerade so eine Stelle gehabt, wo ich dachte so, es ist nicht ernst, gell. Ich habe ja vorhin gesagt, dass dieses Buch eigentlich ein bisschen dämlich ist. Also sie ist Jungfrau, sie hat absolut keine Erfahrungen und so eine typische Anastasia. Ja, es ist also so BDSM-Scheiße ist echt nicht meins. Also ich werde dieses Buch zu Ende lesen, weil ich weiß nicht, der Schreibstil hat es mir irgendwie angetan und ich möchte wissen, wie das mit den beiden ausgeht. Aber wie gesagt, die Story an für sich ist einfach nicht meins. Aber wie gesagt, der Schreibstil von Cressley Cole ist echt richtig gut. Ich habe heute auch mit Niki schon drüber gesprochen, habe ihr das auch schon gesagt. Und sie meinte, ich soll die Immortals After Dark Reihe soll ich lesen von Cressley Cole. Da ist wo so BDSM-Scheiß nicht drin. Und da habe ich ja auch schon die ersten 3 Teile, glaube ich, da. Das heißt, und danach fange ich endlich mit Der letzte Stern an. Ich wollte dieses Buch schon vor 3 Büchern lesen. Und aber mir hatte ich bisher keinen Bock auf dieses Buch, deswegen jetzt Game Maker und danach Der letzte Stern. Ich werde auch in der nächsten Woche hauptsächlich meine Lesefortschritte für euch festhalten und falls irgendwas Spannendes passiert, euch Bericht erstatten. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt und ob ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer bei euch fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal dann, macht's gut, tschüss!